Hi Leute, der Sanu hier. Die Kombination aus einer Waffe, die kaum jemand nutzt, einem Talent, was kaum jemand nutzt, gepaart mit ein paar Komfort-Attributen und Skills des Stürmersets, machen für mich aus dem Bild hier eines der besten Pumpen-Builds im Spiel. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut doch mal bei mir auf Twitch vorbei. Einige werden sich vielleicht fragen, warum schon wieder ein Stürmerbild? Die richtige Frage ist, warum nicht? Das ist die erste Sache. Stürmer for the win. Immer Beste. Wir lieben Stürmer. Und alle, die... Ich werde schon viele von euch kriegen. Hier, Stürmer-Main und so. Ich denke, das kriege ich hin. Ja, Spaß beiseite.
Das ist einfach ein mega geiles Set und es passt auch tatsächlich in das rein, was ich mir vorgestellt hatte zu kreieren. Und zwar war es meine Hauptintention gewesen, dass ich ein Pumpenbild baue, wo die Pumpe sehr flexibel ist, also wirklich schnell wieder nachlädt, dass man nicht so viel Downtime hat, sie trotzdem richtig gut reinhaut und das Ganze ohne die Scorpio gespielt werden kann. Das war mit zu meins. Und eventuell was benutzen, eine Waffe benutzen, die sonst nicht so benutzt wird. Und ich denke, das habe ich geschafft. Passt auf. Aufbau. So, fangen wir an. Flammenwerfer-Spezi. Ich gehe jetzt nicht an den Tisch. Ihr solltet es wissen. Flammenwerfer-Spezi. Der Flammenwerfer an sich ist mega geil, wenn ihr den rausholt und als Spezialisierungswaffe benutzt. Weil es einfach mit die mächtigste ist tatsächlich. Und der Vorteil da. Ach, gehen wir doch an den Tisch. Pass auf, es gibt ja das Kreuzfahrerschild, das normale, das ihr tragen könnt mit Sturmgewehr, mit Pumpe, mit MP etc. pp. Ne? Die Feuerwand hat eine spezielle Variante davon, das Stürmerschild. Wie der Name schon sagt, passt natürlich super ins Bild. Das Schöne daran ist, dass das Stürmerschild den Schaden erhöht. Ne? Ihr seht quasi so eine Cone vor euch und dadurch macht ihr mehr Schaden am Gegner und Teammitglieder, die hinter euch stehen, machen auch nochmal mehr Schaden. So, war natürlich in dem Fall passt es perfekt rein, weil mit einer Pumpe musst du eh nah ran. Und wenn du dann das Schild zückst, hast du noch ein bisschen Survivability plus den erhöhten Damage von dem Stürmerschild. So, dann hatte ich verschiedene Varianten ausprobiert tatsächlich und bin hier hängen geblieben. Vier Teile Stürmer ohne den Rucksack und ohne die Brust. Einfach ne, Werte, je nachdem, wie ihr es euch leisten könnt, wie eure Werte aussehen. Crit-Chance vor Crit-Schaden. Und dementsprechend schaut ihr. Um das ein bisschen zu korrigieren, habe ich hier einen Cheska-Rucksack, der 10% Chance auf Crit generell gibt. Und habe das Talent, eines der Talente, die auch nicht so oft benutzt werden, vielseitig. Und es gibt verschiedene Kombinationen von vielseitig. Es gibt Gewehre und Scharfschützengewehre. Es gibt LMGs und Sturmgewehre. Und es gibt MPs sowie Schrotgewehre. Also Pumpen. Ne? So, passt auf. Verstärkt, ne? Verstärkt den gesamten Waffenschaden 10 Sekunden lang. Wir haben hier multiplikativen Schaden, wenn man zwischen Primär- und Sekundärwaffe hin und her wechselt. Vorausgesetzt, sie sind unterschiedlich. Ne? Deswegen diese Kombis aus MP und Pumpe, Gewehr, Scharfschützengewehr und LMG und Sturmgewehr. Jetzt macht es natürlich extrem Sinn. MP und Pumpe sind, da sind wir nah am Gegner dran. Das eine haben wir, um Stacks aufzubauen mit der MP. Machen, wenn wir da drauf wechseln, halt diese 35% multiplikativen Schaden in einem Radius von 15 Metern, die wir eh haben zum Gegner. Können so die Stacks super schön aufbauen, wechseln dann rüber auf die Pumpe und hauen richtig krassen Damage raus. Und dieses, man muss es sich ein bisschen einfleuschen tatsächlich, diesen Spieß generell. Ne? Klar, aggressiver Spielstil vorne, aber auch dieses Hin- und Herwechseln von den Waffen. Ne? Nur so profitiert man wirklich von vielseitig, von dem Talent. Da muss man sich wirklich ins Hirn prügeln. So, macht man es aber, geht's richtig steil. Ihr habt es im Gameplay wahrscheinlich gesehen. Das macht einen Heidenspaß. Richtig nice. Als Brust. Ich hatte noch eine Gruppe Brust rumliegen. Dachte mir, why not? Werte passen. Nehme ich die Schaden durch kritische Treffer für ein Gruppo-Teil mit. Und habe hier. Ihr seht, das war eine richtig schlechte, ne? Oh, ein bisschen was vor mir. Ja, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Auch bei der Pumpe nicht. Die ist auch noch nicht fertig. Auf jeden Fall haben wir hier vernichtend drauf. Vernichtend auch ein sehr, sehr gutes Brusttalent. Kritische Treffer erhöhen den Waffenschaden für 5 Sekunden lang um 1%. Kann bis zu 25 mal gestapelt werden, sind 25% Waffenschaden on top, der zusätzlich zum Stürmer hochgesteckt wird. Und das schaffen wir halt mit der MP. Geht's halt richtig, richtig schnell. Als MP habe ich die Dark Winter. Ihr könnt da, nehmt irgendeine andere schnell feuernde. Thorn könnt ihr spielen, eine normale Vector könnt ihr spielen, wie worauf ihr Bock habt. Ihr solltet halt irgendwas nehmen, was halt als MP schnell schießt, um die Stacks einfach hochzuballern. Die Zornbär hier tatsächlich auch ganz geil. So, als Zweitwaffe und die Waffe, worum es sich generell dreht, ist die Culebre. Culebre. Eine Waffe, die bei den meisten wahrscheinlich auf der Bank liegt, ist die benannte Variante von der M870. Und das ist eine Pumpe, die wenig Schuss im Magazin hat. Relativ geringe Schuss pro Minute,
dafür aber einen extrem hohen Gesamtschaden, einen richtig krassen Basisschaden. Der kommt allein schon auf 695.000. Und was hier halt möglich ist, ist halt einfach geil. Ich wollte, klar kann man das auch in einem Damage-Set spielen, in einem normalen gelben, sag ich mal, wenn man Glück hat mit dem Teil Badger Tough, wo nochmal mal der Schrotflintenschaden gebufft wird. Aber ich wollte sehr hohen Schaden bei richtig gutem Komfort. So, den Komfort kriegen wir über das Stürmer-Set. 15% Waffenhandling bedeutet, wir können schneller die Waffen wechseln. Wir haben schnellere Nachladegeschwindigkeit, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Ganze unterstützt das, was ich hier vorhab. Die Feuerrate, nice. Je höher die Feuerrate, desto schneller könnt ihr Damage drücken und desto schneller sind die Stacks auch aufgeladen. So, in dem Fall von der Kölibri, was kann die Kölibri? Außer, dass sie einen richtig krassen Grundschaden hat, hat sie das Talent perfekte Jazzhände. 30% Nachladetempo. Gepaart mit der flexiblen Röhrenfeder als Mod, hauen wir hier nochmal 20% Nachladetempo raus, haben 50% schnelleres Nachladen. Ich zeige es euch gleich nochmal, das geht richtig, richtig gut. Hab hier Chance drauf gemacht, damit ein bisschen, sind wir hier bei 47%, passt auf jeden Fall. Ein bisschen mehr, ich meine, klar, ein bisschen können wir noch raushauen, weil das Gear nicht ganz optimiert ist, aber das kriegen wir auch noch hin. Das Schöne ist halt, wenn ihr mit der Kölibri schießt, ihr verballert 8 Pellets. 8 Stück. Ne? Und diese 8 Stück, wenn eins von denen krittet, sind wir schon, je nachdem wie die Stacks aufgeladen sind, bei 1,2, 1,3, 1,4 Millionen. Und das mal 8, liegen wir ungefähr so bei 11,2 Millionen pro Eimer tappen mit der Kölibri, wenn alles gut geht. Ne? Wie gesagt, Crit-Chance spielt hier eine Rolle, aber die Crit-Chance wird für jedes einzelne Pellet einzeln berechnet. Schauen wir uns aber gleich unten nochmal an. So, generell die Werte, gehen wir die auch nochmal schnell durch. Ja, yeah. Zweite Skillwahl, komplett euch überlassen. Und dadurch, dass ihr vorne rumturnt, ist der Wiederbeleber Drohnenstock in meinem Fall eine ganz gute Wahl. Könnt aber da auch was anderes nehmen. So, unten angekommen, ich stelle das Ganze extra nicht nur auf einen Elite, wir stellen es auf einen Benannten, also auf einen Boss. Und jetzt passt auf. So. Wie gesagt, die Dark Winter oder eine andere schnellfeuernde Pistole, um die Stacks aufzuladen. Jetzt gleich laden sich Stürmer und Vernichtend auf einmal auf. Ihr seht, das war ein Magazin und beide sind nahezu voll. Jetzt sind sie voll. Wenn wir jetzt rüber wechseln, Rock das Talent. Das waren 3 Schüsse. Ihr habt gesehen, wie viel gekrittet jetzt hat, ne? Es waren 3 Schüsse mit der Pumpe und der Boss war weg. Das war jetzt lucky. Alter Vater, dass ich das mit drauf habe, ist nice. Alter, also, ist halt, wie gesagt, it is random. Eine Crit-Chance ist halt immer nur noch eine Crit-Chance, ne? So. Und ihr seht, selbst mit der MP macht ihr noch richtig, richtig guten Damage, wenn ihr wechselt. So, wir gehen rüber. Pumpe. Bam, auch wieder 3. Sehr nice. Wechselt rüber und schon. Ihr seht diese Pfeile unten. Das ist der Buff von vielseitig. Da ist schon einiges möglich. Ach, geil. So, ne? Je nachdem. Ich denke, es gibt bestimmt so einige von euch, die so Bock haben auf so ein Pumpenbild. Und schöner halt hier, ne, wie gesagt, ihr merkt die erhöhte Schussfrequenz, die ich habe. Das ist halt echt geil. Und guck mal, wie schnell die nachgeladen ist. Zack. Und das ist halt das, was ich wollte. Ich wollte nicht stundenlang nachladen, wenn man Deckung sucht und gerade im Open-World-Chaos ist oder in einer Mission feststeckt. Das muss alles flottig gehen, dass man schnell wieder am Start ist. Also, das ist richtig nice. Und dazu gesagt, wir hatten noch nicht mal das Schild draußen.
Wenn wir das Schild draußen haben, machen wir nochmal mehr Damage. So, guck mal an. Vielleicht haben wir auch wieder Glück beim... bei den Crits mit der Pumpe. So, zack. Wechsel. Boah, dreimal. Ja, passt. Und der Buff ist immer noch aktiv. Das ist halt geil. Wenn fast alle Pellets critten, dann ist das echt... Pumper Wunderland. Wie gesagt, ne, man muss sich halt an dieses Hin- und Her-Wechseln, muss man sich gewöhnen, muss halt ein Auge drauf haben, unten auf die Buff-Leiste. Dieses Weiß-Graue, das sich jetzt da auflädt, das ist der Debuff, also quasi das ein erneuter Wechsel in der Zeit würde nichts bringen. Deswegen muss man halt immer geschmeidig hin und her switchen und kann so das meiste rausholen. Ja, und das war's eigentlich. Leute, was sagt ihr, was haltet ihr davon? Habt ihr Bock auf so ein Pumpenbild? Wenn ja, spielt es definitiv mal. Sagt mir euer Feedback, probiert's aus und farmt euch die Kölibri. Die hat keine besondere Chance, irgendwo zu droppen, soweit ich weiß. Die ist schon lange im Spiel und einfach Pumpen farmen, ziegerischen Loot oder in benannten Kisten, ne, und am besten in einer Mission, wo Pumpen sind und dann kommen Rogue Agents, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie, ja, mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit bekommt. Ne, falls sie, wie gesagt, bei euch nicht schon in der Kiste am Verschimmeln ist. So. In diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Disco-Pumpen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.